Herzlich willkommen hier bei Zapunzel und ich wünsche allen ein wunderschönes Pfingstfest und einen wunderschönen zweiten Portaltag. Gestern, der war ein bisschen merkwürdig, der war nicht schlecht, aber war merkwürdig. Es gibt so komische Tage zwischendrin. Ich hoffe, dass bei euch alles schick ist und ihr gesund und munter seid und wir gucken jetzt einfach mal, was uns denn erwartet. Und du bedenkst bitte, dass das Ganze hier eine allgemeine Legung ist. Aber viele Dinge bewahrheiten sich rückblickend dann doch. Spirit, um was geht's hier an diesem Pfingstsonntag? Du bist es wert. Was bist du denn wert, gesehen zu werden? Du bist es wert, Aufmerksamkeit geschenkt zu bekommen. Du bist es wert, dass du dich selber siehst. Du bist es wert, dass du dir selber Aufmerksamkeit schenkst. Das ist nämlich auch eine ganz wichtige Sache. Wenn ich abends feststelle, dass ich vergessen habe, mich gut um mich zu kümmern, dann sagt der Körper nämlich, jetzt bin ich ein bisschen schief gewickelt. Sich gut um sich zu kümmern, ist das Allerwichtigste. Aber es gibt natürlich auch immer ein Außen. Und da ist es auch schön zu hören, wenn die anderen sagen, wow, wow, hast mir gut getan, hast mir gut geholfen. Es ist aber nicht jeder Mensch so gestrickt, dass er sagt, du hast mir gut getan, du hast mir gut geholfen. Viele Dinge, die sind einfach auch selbstverständlich geworden. Und das ist häufig so bei Menschen, die man ständig im Feld hat. Da darf man auch schon mal überlegen, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, diesen Menschen, die da eben einen bestimmten Wert für dich haben, das auch zu zeigen. In Wort, Tat oder Schrift. Aber natürlich darfst du dir auch selber zeigen, dass du es wert bist, dass du dich gut um dich kümmerst. Na, stell nie andere Menschen über dich selbst. Und was geht es denn noch? Ich erzähle das immer aus meiner Warte. Sollte ich dich triggern, dann tut mir das vielleicht sogar leid, aber dann hast du in dir selbst noch irgendetwas, das nach einer Lösung sucht. Um was geht es heute noch, Spirit? Das ist aber viel. Um Klarheit. Auch ist gar nicht so viel. Um Klarheit in Bezug auf die Karriere und ob das, was du beruflich tust, dazu beiträgst, dass du dich frei fühlst. Das, was man ja mit so einem Beruf erwirtschaftet, sind Monetas. Und mit Monetas kann man sich viel leisten. Wenn man aber wenig Zeit hat, sich das, was man sich leisten kann, zu genießen, dann ist ja die große Frage, was hat es hier mit der Freiheit auf sich? Du bekommst heute ein paar Geistesblitze, was deine Karriere angeht. Und es geht im Leben wirklich nicht darum, von Termin zu hechten und die Bedürfnisse von anderen zu erfüllen oder eben, was auch immer da dein Beweggrund ist. So Karrieren, Berufe sind auch immer ein gutes Mittel, Wertschätzung zurückzuerhalten, wenn denn ein Lob in deine Richtung fliegt oder so. Hier will Befreiung auf allen Ebenen stattfinden und es geht auch darum, und sonntags hat man meistens mehr Zeit als an anderen Tagen, mal zu gucken, was brauchst du denn, um deiner Seele innere Freiheit zu schenken? Und wie kannst du es anstellen, beruflich das zu tun, was dich wirklich erfüllt, was vielleicht sogar deine Berufung ist? Ich habe hier sehr spirituelle Menschen um mich rum, ohne dich zu knechten und ohne ja, immer wieder in so eine Art von Alltagsstress zu verfallen. Was haben wir noch? Möchte Frieden einziehen in dir selbst und dadurch, dass du Frieden ausstrahlst, wird auch dein Leben immer friedlicher. Ja, lass mal alles das, was an störenden Gedanken in dir wütet, weg. Und dein Feld wird schon immer friedlicher werden und wenn du nicht im Kopf schon anfängst, Dinge zu bewerten und zu beurteilen, Situationen zu bewerten oder zu beurteilen, Menschen irgendeine Absicht zu unterstellen,
dann, ja, manchmal ist es echt gut, von oben drauf zu gucken und Vogelperspektive einzunehmen. Und nur weil dir jemand irgendeine Problematik erzählt, heißt das ja nicht, dass du diejenige bist, die dafür eine Lösung sucht. Ich erzähle hier immer aus der Sicht einer Frau, die Männer, ne, die gendern sich das um. Das ist mir sonst hier zu kompliziert. Heute ein Tag, wo du maßgeblich Verantwortung dafür trägst, diesen Tag in Frieden zu begehen und Frieden auszusenden. Eine Überschrift noch und dann gucken wir mal ein bisschen genauer und konkreter. Das Kronenchakra möchte sich zurzeit öffnen. Ja, okay, wenn ich das lese, wundert mich nicht, warum mein Kopf sich gestern so ein bisschen komisch angefühlt hat. Deine Krone meldet sich. Vielleicht sind die Verbindungen zur Spiritualität, zu deiner geistigen Welt und dein Vertrauen nicht mit dir im Einklang. Sende also violettes Licht in dein Kronenchakra. Es ist nicht gut, wenn man zu viel da oben im Universum rumturnt. Es ist aber auch nicht gut, wenn man den Tag so voll pfropft mit To-Do-Listen, dass man diese Spiritualität nur so im Vorbeigehen ab. Ne? Es ist nicht immer gesagt, dass nur weil ich gerade eine Meditation mache, weil ein Zeitfenster offen ist, ich offen bin, um mit der geistigen Welt so in Verbindung zu treten, dass ich alle Informationen bekomme, die ich brauche. Ja, das soll jetzt einfach mal nur so gesagt werden. Es geht, glaube ich, so um inneren Einklang und Balance. Und was zeigt sich denn heute, Spirit? Ich habe jetzt intuitiv nach den Kipperkarten gegriffen. Das ist auch interessant. Mache ich in letzter Zeit schon mal öfter. Hier habe ich eine ganze Zeit ja, so ein bisschen verweisen lassen. Krass. Die habe ich in der elmischen Form heute schon mal genau in der Reihenfolge auf dem Tisch gehabt. Also, wenn das heute ein Tag ist, wo du dich ein bisschen gehetzt, getrieben, erschöpft fühlst, wenn dein Körper irgendwelche Symptome zeigt, dann überleg doch mal bitte, ob du es manchmal nicht zu gut meinst mit allen Kreaturen, die da um dich rum sind. Du bist ein Mensch mit dem Herz auf dem richtigen Fleck, aber hier ist heute eine Nachricht, die auf dich zukommt, die ein bisschen für Unruhe sorgen könnte. Was ist das? Bestimmt nicht für jeden das Gleiche, aber bitte so eine grobe Tendenz. Wo dir jemand sagt: Hey, hör mal, ich hätte dich gebraucht, aber du hast mir überhaupt nicht zuhören können. Du warst mit allem, mit jedem und überall beschäftigt. Ich wünsche mir von der Liebe, dass jemand spürt, wenn ich in Nöten bin. Ja, das könnte heute auf manche von euch zukommen. Es ist so, dass sein Herz sich ganz viel aus, dass dein Herz sich ganz viel auseinandersetzt mit den Gedanken dieses Menschen. Das kann ein Otto sein, das kann aber auch ein Kind sein. Ne? Du machst dir viele Gedanken, was er beruflich vielleicht auf die Beine stellen sollte, in welche Richtung er denn gehen sollte, was denn gut für ihn wäre, wo man denn vernünftig Geld verdienen könnte und, und. Dabei lässt er aber ein bisschen außer Acht, dass dieser Mensch, um den es da geht, der kann männlich sein, weil er ja als Mann männliche Person angezeigt ist, kann aber auch einfach irgendeine Freundin sein oder sowas. Ich sehe das jetzt hier echt geschlechterunabhängig. Du machst dir Gedanken, 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 aber der Faktor Zeit lässt manchmal nicht zu, dass du dann, wenn er dich wirklich braucht, für ihn da sein kannst, ja, weil du keine Zeit hast. Das ist heute was, was dir klar werden könnte. Und heute ist auch ein Tag, wo du dich ein bisschen mehr in die Stille begeben könntest. Ne? Das ist ja hier kein, das muss so sein. Das ist nur eine Tendenz. Und du spürst, dass da jemand im dunklen Kellerloch
hockt, der da aus eigener Kraft nicht rauskommt, der vielleicht verbohrt ist, stur ist, bockig ist, ängstlich ist, schüchtern ist. Und es geht darum, diesen Menschen heute da ein bisschen aus seiner Verzweiflung rauszuhelfen. Auch wenn das für dich bedeutet, dass du unter Umständen einen kleinen Schritt aus deiner Komfortzone rausmachen musst. Natürlich, wenn du dich richtig erschöpft fühlst, ist erstmal wichtig, dass du dich selber wieder aufbaust, weil du bist es wert, dass es dir gut geht. Das ist das, was jetzt hier so liegt. Ich habe gestern schon gesagt, sei ein Leuchtfeuer für die Welt und trage das Licht in die Welt hinaus. Und es ist immer noch jemand hier im Feld, der ohne dich einen wichtigen Schritt nicht hinbekommt. Da braucht er deine helfende Hand und du hast das Potenzial, ihm zu helfen. Schlussendlich geht das Ganze auch gut aus, aber hier will eine Veränderung stattfinden. Und in den Verlust gegangen ist in letzter Zeit das Gefühl von Gemeinschaft zwischen dir und diesem anderen Menschen. Und diese Gemeinschaft wiederherzustellen, das scheint mir hier ein Stück weit deine Aufgabe zu sein, weil du hast den Frieden hier auf deiner Fahne stehen. Lass mal so stehen. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Ich bedanke mich für deine Zeit. Lass liebe Grüße da und mach dir heute einen richtig schönen Tag. Bis dann.